Am Wort ist nun Nikolaus Belakovic, der Burgenländer ist zuständig für Regionalpolitik und Volksgruppen bei der ÖVP. Der Höhepunkt war mit Sicherheit der Genozid in der Zeit des Nationalsozialismus, als 500.000 Männer, Frauen und auch Kinder aus der Roma- und Sinti-Gemeinschaft als Zigeuner, als Asoziale ermordet wurden. In Österreich haben zu dieser Zeit in etwa 11.000 Roma gelebt und nur wenige sind nach Hause zurückgekehrt. Vor kurzem ist ein Buch erschienen von Gerhard Baumgartner und Herbert Brettl unter dem Titel »Einfach weg, Roma-Siedlungen im Burgenland«, der den Versuch unternimmt, die Geschichte dieser leidgeprüften Volksgruppe aufzuarbeiten. Und das ist ein wichtiger Aspekt auch unserer heutigen Debatte. Denn dieser Völkermord an den Roma und Sinti in der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde nie richtig aufgearbeitet. Es hat nie ein richtiges Gedenken stattgefunden. Man hat sogar von einem vergessenen Holocaust gesprochen. Und es ist aber wichtig, dass man offiziell auch gedenkt, sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Und erst nach 70 Jahren hat es auf der europäischen Ebene eine Initiative gegeben im Jahr 2015, um eben die Tatsache anzuerkennen, was diesen Menschen widerfahren ist und dass man auch offiziell gedenkt. Wir haben ja einen internationalen Tag der Roma, das ist der 8. April, der ein Aktionstag ist, der auf die Situation der Roma hinweisen soll, auf deren Diskriminierung, Verfolgung, die ja bis zum heutigen Tage noch stattfindet, auch in Ländern der Europäischen Union, wo Roma nach wie vor ausgegrenzt werden. Damals, seit 1990, wird jährlich der 8. April sozusagen gefeiert. Und er wurde initiiert am ersten Welt-Roma-Kongress im Jahr 1971. Nun soll der 2. August als nationaler Gedenktag dazukommen zum Gedenken an die während des Nationalsozialismus ermordeten Roma und Romja, Sinti und Sintize. Es ist wichtig, dass wir das tun. Und das Bewusstsein ist schon ein viel größeres geworden. Es gibt in meinem Heimatbundesland, im Burgenland, in Lackenbach, einen jährlichen Gedenktag. Dort hat es ein Lager gegeben, wo die Roma zusammen gepfercht wurden, misshandelt wurden, teilweise auch umgekommen sind, abtransportiert wurden in die Konzentrationslager. Und das Land Burgenland gemeinsam mit Bundesstellen, auch viele Schüler sind dabei, Schulen gedenken alljährlich dieser schlimmen Ereignisse, was wichtig ist. Und auch viele Gemeinden im Burgenland haben Mahnmäler, Gedenkmäler errichtet, so auch in meiner Heimatgemeinde Großwarersdorf im Ortsteil Langenthal, wo auch viele Menschen abtransportiert wurden und zugrunde gegangen sind. Es ist wichtig, dass man dieser Sache gedenkt. Am 2. August, in der Nacht vom 2. auf 3. August im Jahr 1944, wurde der Abschnitt des Konzentrationslagers in Auschwitz geräumt und dabei wurden 3.000 Roma und Sinti umgebracht. Und daher ist es berechtigt, dass man diesen Tag hier auswählt. Und es ist eine Kernaufgabe der Gedenkkultur, diese Verfolgung zu dokumentieren und sich zu erinnern, dass eben so etwas niemals wieder passiert. Und dass man gleichzeitig auch hinweist auf die Situation der aktuell lebenden Roma und Sinti, um deren Situation zu verbessern. Es ist wichtig, dass es zu einer Verurteilung und auch zur Anerkennung dieser Verbrechen kommt, weil es einfach Respekt vor den Opfern bedeutet und auch den jetzt Lebenden Mut geben soll, sich ihrer Herausforderung zu stellen und Unterstützung zu bekommen. Denn Roma-Feindlichkeit und Diskriminierung, wie gesagt, finden auch heute noch statt. Im Volksgruppengesetz Österreichs wurde die Grundlage gelegt. Letztendlich kam es 1993 zur Anerkennung der Roma als österreichische Volksgruppe, 1995 der Volksgruppenbeirat. Und es ist zu danken den Funktionärinnen und Funktionären in den Roma-Organisationen, die sich hier sehr stark einsetzen, hier um zu unterstützen und Projekte auf die Beine zu stellen. Wir haben einen zweiten Antrag. Und zwar geht es darum, dass wir zwei Minderheitenschulgesetze haben für die burgenländischen Kroaten, für die Kärntner Slowenen, also für das Burgenland, für Kärnten. Und es geht darum, dass die Sprache das zentrale Element der Volksgruppe ist. Wenn die Sprache nicht mehr gesprochen wird, hört die Volksgruppe zu existieren auf. Daher ist es wichtig, dass es im Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Universität ein zweisprachiges Angebot gibt, eben in den Minderheitenschulgesetzen. Nur, wir sehen, dass immer weniger Kinder eine Sprachkompetenz in den österreichischen Volksgruppensprachen haben. Und daher ist der Sinn unseres zweiten Antrags, dass wir gemeinsam die Bundesministerien, das Bundesministerium für Unterricht, gemeinsam mit den Bundesländern, eben Burgenland und Kärnten,
das Bildungssystem evaluiert, bewertet und die richtigen Schlüsse daraus zieht, wie wir den zweisprachigen Unterricht effektiver machen können, sodass eben der Output ein größer wird, dass die Kinder die Schule verlassen und die Volksgruppensprache beherrschen. Das wäre das Ziel, weil das ein wichtiger Impuls ist. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam mit der Grünen Partei hier ja unser Koalitionsübereinkommen erfüllen, indem wir diese Anträge hier heute formulieren und hoffentlich auch zu einem positiven Ende bringen. Herzlichen Dank. Die Sprachkompetenz der Schulkinder bei der zweisprachigen Volksgruppen, nämlich der Slowenen in Kärnten und der Kroaten im Burgenland, sei nicht zufriedenstellend und müsse entsprechend gefördert werden, so Nikolaus Berlakovic aus dem Burgenland.